Mein Name ist Dr. Mike Brandes. Ich bin der Chefarzt der Lungenheilkunde und Intensivmedizin hier im Klinikum Lippe. Aufgrund dieser Fächerkonstellation war meine Abteilung von Anfang an der Pandemie mitten im Geschehen. Das heißt schon, wir haben zu einem frühzeitigen Zeitpunkt sehr viele Patienten auf unseren Stationen und Intensivstationen behandeln müssen. Das sind besondere Herausforderungen, weil diese Patienten zusätzlich zu den normalen Patienten kamen, aber aufgrund der Infektion besondere Schutzmaßnahmen ergriffen werden mussten. Wir mussten neue Stationen formieren, die Abläufe neu gestalten. Mitarbeiter und Patienten mussten durch Schutzausrüstung besonders geschützt werden. Hier gilt mein Dank an alle Mitarbeiter aller Berufsgruppen, die in dieser Zeit und aktuell noch absolut Überirdisches leisten. Denn zu pflegen und zu behandeln mit persönlicher Schutzausrüstung an so schwer kranken Patienten ist eine absolute besondere Herausforderung. Wo stehen wir aktuell? Der aktuelle Lockdown hat uns sicherlich geholfen. Die Mengen an Patienten, die in unsere Krankenhäuser strömen, reduziert sich ein wenig auf ein Maß, das deutlich handelbarer ist. Dennoch kann keine Entwarnung gegeben werden. Unsere Stationen sind gut belegt, die Intensivstationen sind auch gut belegt. Das heißt, hier wird noch Massives geleistet und wir sind noch nicht über den Berg hinaus. Glücklicherweise sind wir hier an den Standorten durch besondere Stationen, große Intensivkapazitäten und Beatmungskapazitäten gut gewappnet gewesen und sind gut gewappnet. Auch in Bezug auf meine Abteilung können wir besondere Dienstleistungen anbieten. Das heißt, wir haben auch Stationen und eine besondere Station zur Entwöhnung von Intensivpatienten von der Beatmung. Gerade Covid-Patienten liegen sehr lange auf Intensivstationen, haben einen sehr schwierigen Verlauf. Hier können wir Spezialmaßnahmen und Therapien anbieten, die auch gerne angenommen werden, nicht nur von uns, sondern auch über regionalen Intensivstationen. Was möchte ich Ihnen als Intensivmediziner, der sehr viele schwer erkrankte Patienten gesehen hat, mitgeben? Lassen Sie nicht nach in Ihren Bemühungen, sich und andere zu schützen, damit niemand schwer erkrankt. Wenn möglich, greifen Sie jetzt oder später zur Impfung, um diese Schutzmaßnahme auch zu nutzen. Ihr Mike Brandes.